Alfred, schön, dass du da bist. Yeah. Die Sonne strahlt dich gerade an, sehe ich gerade. Ja, spannendes Wetter. Der SR-Rahmen ist gestrahlt. Jawohl. Ein Traum. Ja. Das hast du wieder richtig schön gemacht. Ja, so nicht verrost, ne? Kein Rost, ne? Da war nichts, da war richtig gut, ne? Ich glaube, der hat gesagt, der hat 20 Jahre irgendwo gestanden. Ja, das sieht man nicht. Ja. Ah, hier hast du auch noch eine Kiste. Ja. Auch alles gut. Schwingen. Gabelbrücke. Gabel, hier auch alles. Schwinger ist auch. Ja. Na gut, da können wir ja jetzt grundieren, lackieren. Grundieren und lackieren. Schwinger hat auch nichts gehabt, auch alles super. Alles gut. Perfekt. Alles gut. Alles tippitoppi. Dann vielen Dank, dass du so schnell warst. Ja. Bitte. Bitte nicht mehr. Ja. Du hast den Motor schön sauber gemacht? Ja. Gut. Dann sprühen wir den, dann tust du den jetzt noch ein bisschen trocken machen. Und dann fahren wir den zum Alfred, zum Strahlen. Herzlichen Glückwunsch, hast du schön gemacht. Ja, sieht schon ganz gut aus, wenn ich dran denke, was das für eine Drecksmutter war. Hast dich auch ganz schön gequält, hä? Ja. Ja. Hände sind wieder dreckig, zeig ich nochmal. Ja, das ist doch immer schön. Ich tue immer gern dreckige Hände fotografieren. Sieht gut aus. Du bist fleißig. Blumen zum Geburtstag und zum Hochzeitstag. Heute ist nämlich der 8. Dezember. Und ich bin mit dem Sternchen jetzt 45 Jahre verheiratet. Ich krieg jetzt einen Kuss von mir. Ich möchte deinen schönen roten Lippen küssen. 45 Jahre. Ein Liebespaar. 46. 46? Ja. Da habe ich ihm ein Jahr wieder verdanken. Dirk. Ja, bitte. Vor dem Kaffee trinke, hast du für die NTV den Tachohalter gebaut. Ich hatte eine Blitzidee, das musste ich dann gleich machen. Jetzt wurde dran geschraubt. Ja. Der Winkel, ob der Winkel jetzt schon stimmt, weiß ich nicht. Das ist jetzt freie Schnauze erst. Das sehen wir gleich, ne? Nach dem Kaffee. Ja, gut. Ja. Nachher jetzt zu ihr, das, was ich alle schon gefilmt habe, ist ja alles Käse. Wir machen jetzt Wochenrückblick, damit die Leute sehen, was, dass wir die Woche was geschafft haben. Bleiben wir mal, fangen wir mal bei der an. Was hast du hier gemacht? Ja, Kleinigkeiten. Hier waren Bolzen abgerissen hier ohne. Genau. Dann haben wir die Fußraste gewinnt. Und gekürzt haben wir die. Die waren ja auch riesenlang, weil die lange Platte dran waren. Dann waren die Gewinde kaputt. Ja, warte mal, sind wir erstmal bei der Fußraste. Die haben wir auch gemacht. Wir haben die Tardotzis da dran. Mhm. Dann hast du noch mehr gemacht, ne? Schutzblech vorne ist dran. Nee, dahinter war es. Ja. Dahinter war doch auch was. Da waren die Gewinde auch nicht mehr schön. Genau. Oh, Scheiße. Ah, hier. Der Tankverlängerungshaber von uns ist es ja. Genau, da sehe ich ihn jetzt. Habe ich eine Alu, dicke Aluplatte. Also das ist nämlich ein KZ-Rahmen, die hat nämlich normal einen kürzeren Tank drauf. Ich noch Gummi drunter lege, das ist jetzt nur so erstmal professorisch draufgelegt, das passt. Ja. Ja, Schutzblech passt auch schön. Das Schutzblech ist auch schön. Müssen wir dann noch einen Kettenschutz bauen? Oder haben wir da kommt der Original? Nee, guck mal, da ist auch wieder so ein Problem. Wenn wir das dann bauen, wir haben nur. Nee, guck mal, ich weiß ja, das haben ja die Vorgänger gemacht. Wir haben hier nur einen Punkt. Und dann hinten war wahrscheinlich an, hier sieht man, hier ist so Einkerbung, dass sie da mal was weggeführt haben. Hier habe ich einen Punkt. Da. Da, genau. So gewinnt es dann immer. Ja, genau. Also, hier mache ich einen. Kommen wir da überhaupt hin, weil das hinten ziemlich eng ist? Das muss ich hinhalten. Na gut, müssen wir vielleicht mal gucken. Vielleicht geht's. Gut. Jo. Ansonsten ist das dann soweit. Jo, ich habe schon eine neue Kette drauf gemacht und eine andere Ritzel habe ich auch drauf. Ach, da, hier, da war auch wieder alles. Naja, gut. Das erzähle ich dann in dem großen Film. Vergaser ist jetzt Sau. Gut, das ist die. Ach so, Lenker habe ich heute Morgen dran gemacht. Mit Armaturen. Warte mal. Hier die Originalarmaturen. Yes, und neue Griffgummis. Was ich heute vielleicht noch mache, ist die Bremse entlüfte. Die Bremsleitung ist jetzt drin. Ständer müssen wir noch mal. Ständer, ja gut, da müssen wir, da warten wir aber erst. Ne, brauchen wir nicht zu so warten. Da kommt nämlich noch ein Auspuff dran, 4 in 1, aber der geht auf der anderen Seite entlang. Was du auch noch machen musst, Nummerschildhalter. Der kommt hier seitlich hin, ja. Ja. Genau. Gut, jetzt gehen wir mal zu Motorrad 2, ja. NTV? Ja. Hier nur mal so, solange der davor läuft. Das Motorrad habe ich auch noch. Da ist ein Goldschätze dran. Wenn die einer
günstig kaufen will. Es geht hier oben mit der Klappe schon los. Die kostet mal 45 Euro, habe ich nämlich jetzt hier gekauft. Und hier sind so viele Goldsachen dran an dem Motorrad. Honda 250. Aber egal, da geht es auch noch nicht weiter. Jetzt NTV hast du auch noch jede Menge gemacht. Ja, hier Kleinigkeiten. Taro. Kleinigkeiten. Allein schon der Halter, wo du da wieder gemacht hast, der ist doch wieder. Warte mal, den müssen wir mal fotografieren hier. Der ist doch spitzenmäßig. Eine Riesenkonstruktion. Und noch was? Ja, der Ausgleichsbelter habe ich halt versetzt nach innen. Der passt hier außen, der will das Eck hier frei haben, den habe ich jetzt hier rein versetzt. Das deckt dann hier alles dann zu. Ja, genau. Oh, gut. Gut, dahinter, das hast du ja, haben wir Nummernschildhalter. Das war ja alles. Ja, da kommen wir die Blinker hier dran. Ja, ansonsten. Oh, die Nutzen, die Zündspule haben wir hier unten hingesetzt und was? Ja, ja. Und die Längerende. Das war ja wieder geil. Und das war mein Gedankengang. Gute Idee. Ich habe auch mal eine gute Idee. Ja. Weil hier außen kommen dann die Spiegel dran. Das haben wir jetzt, die Länger haben wir verlängert. Das sind ja keine Originallänger. 2 cm. Die sind auch von irgendeiner Honda. Ja. Das haben wir gut gemacht. Das sieht echt gut aus. Jo. Mit der Gabelbrücke muss man es auch noch hier wachsen lassen. Das kann man ja auch nicht so lassen. Da hat auch einer dabei gehabt, gell? Ja, zum Abdrehen eventuell, aber weiß ich noch nicht. Da machen wir vielleicht. Und wenn man einfach nur. Er hat ja noch eine Brücke dabei. Ja, ja, die sollte mir ab. Die nehme ich als Muster und mache dann hier Blechplatte. Gerade ja. Blechplatte drauf. Bevor wir jetzt hier, was willst du denn da machen? Ja. Spachteln und Kram. Nee, nee, das ist auch blöd. Da machen wir schön Aluplatte drauf. Ja. Aber der Tacho, der gefällt mir auch da vorne drin, wie der da sitzt. Ja. Der Verkleidungshalter habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mal drin gehabt. Der ist auch. Der ist bombenfest hier, da wackelt nichts, da vibriert nichts, das ist einfach geil. Der Tristan hat jetzt hier ohne die Sicherungskasse eingebaut. Und die Kabel, da sieht man jetzt da, wo die schwarzen Punkte hier sind, da laufen dann die Kabel entlang. Wenn so reingeklipst oder? Ja, war ein Tristan seine Idee. Gut. Na gut. Was alles gibt. Haben wir noch was gemacht? Nee. Doch, hier, der Alfred hat den Rahmen gesandstrahlt. Das ist der von der XS 650. Und von der Honda 250 CB ist der Tank lackiert. Und das Schutzblech. Das muss ich auch noch machen. Hier vom Ingenieur, die Kotflügel sind auch lackiert. Von der BMW. Das soll es ja auch mal langsam vorangehen. Ja, gut. Noch was? Ja, das ist die BMW. Das habe ich schon erzählt. Da ist der Ölkühler leider kaputt. Da warte ich noch auf eine neue. Da geht es dann auch voran. Ich glaube, der kommt nächste Woche. Na gut, es ist als Action. Ja, das war's erstmal. Jo, dann. Jo, bis dann. Was hast du jetzt gemacht, Dirk? Du hast jetzt hier hinter der Nummernschildhalle gebaut. Ja. Ja. Das hast du noch viel weniger gemacht wie bei mir dran. Das ist ja noch viel geraller. Ich bin immer kleiner, ich weiß. Oh, leck mich am Arsch. Aber mir gefällt's noch nicht. Obwohl. Wie? Vom Winkel. Winkel? Winkel ist gut. Der ist perfekt. Dann lassen wir es so. So zur Fußrasse gibt's eh keiner, sonst hättest du. Hätte die Dame ein Problem. Also, was hast du denn da wieder gebaut? Leck mich am Arsch, das ist viel geiler. Die Schraube finde ich aber nicht schön. Haben wir da nicht was Schönes? Da haben wir vielleicht eine schönere, aber ich will auch so anhaben. Der kriegt meiner und ich krieg den. Das ist mir doch egal. Wenn bei dir. Nee, jetzt habe ich es ja schon auf Video. Das sieht er jetzt. Das ist ja Quatsch. Das ist ja egal. Oh Mann, ist das geil. Leute, guckt doch mal, wie geil das ist. Hat nur hier oben die zwei Pünktchen. Fest! Da kannst du dran reisen wie ein Us. Das sind wir da gar nicht festgeschraubt. Da muss noch eine Scheibe drauf machen, siehst du, das liegt nicht richtig an. Ja, das sind ja Kleinigkeiten. Das aber die Schraube ist so dick, das gefällt mir nicht. Ja, die Schraube kommt raus, Leute, hier, da ist der Dirk nicht zufrieden. Da muss Schraube rein. Da kommt eine schöne Schraube hier rein, eine kleinere, eine süße. Genau. Oh Mann, wo haben wir denn? 5:30 vom Besieger. Ich mache jetzt Feierabend, ich muss bei meinem Metzger. Dann geh du zu deinem Metzger, ich mache jetzt hier noch eine halbe Stunde und dann ist auch gut. Pumpe 7 geguckt. Hier, Pumpe 7, was macht denn eigentlich der Honda? Der baut doch 500 Honda auf, die Pumpe 7. Schon wieder? Ja, die ganze Zeit ist er schon dran. Ist auch krass. Da hat er wieder irgendeine Gurke gekauft, lauter Rost stellt er fest und Scheißdreck. Ja, ich kann es gar nicht alles verfolgen bei dem. Aber hier, das Ding, das wird jetzt langsam wird's was. Bremse habe ich schon versucht zu entlüften, große Katastrophe. Geht nicht? Ja, es kommt langsam. Aber egal, ja, alles wird gut. Das ist schon hin. Alles wird gut. Oh Mann. Wieder gesandstrahlt, aber wir haben hier was anderes. Wir haben hier von deiner Frau den Mercedes SL. K. K. Erzähl was über das Auto. Das ist ein Traumwagen.
Der ist sowas von blau und sowas von flach und so geil. Die Farbe heißt Lila-Violett. Lilo, was? Lilo, Lila-Violett. Die ist doch nicht lila. Nee, aber die Farbe heißt so. Das ist ein Traumwagen. Und das sind jetzt Winterreifen drauf, gell? Ja. Du hast doch Sommerreifen. Auch. Das Ding ist so geil. SLK 230. Kompressor. Auch noch? Auch noch. Wie viel PS hat der? 197. Wahnsinn. Jetzt filme ich auch noch mal hier rein. Das ist ja Luxusausstattung. Ja. Schwarzes Leder. Hat er schon was gelaufen? Der steht ja da wie neu. Der hat schon was gelaufen, ja. Echt? Oh, hast du gehört, wie die Tür zufliegt? Mercedes. Wie bei Mercedes. Ein SLK. Der darf in der Garage wohnen, ne, weil draußen Scheißwetter ist. Ja. Und der lässt ihn auch schön hier drin stehen, weil da draußen ist ja kalt. Ja. Aber meine Frau fährt mit in die Arbeit. Das macht die? Ja. Ist die wahnsinnig mit dem schönen Auto? Das hier ist. Ja. Es könnte aber mal weiter werden, hast du gesagt. Wenn du willst, könnte es nicht deiner werden. Ich hätte ihn schon gern, aber ich weiß nicht, wann ich ihn fahren soll. Im Sommer fahre ich Motorrad. Meine Frau weiß ja nicht, wann es ihn abgibt. Das ist gut. Also ich habe noch Chance, dass er noch ein paar Jahre hier bleibt. Könnte passieren. Gut, und ich fahre ja im Sommer Motorrad und im Winter das Auto fahren, ist wie die Füße. Nee. Das ist kein Winterfahrzeug. Stellst du dann zu deinem Spitfire in die Garage? Der ist viel kleiner wie der. Okay. Der ist ja nur halb so breit. Aha. Ich habe schon mal letztes Jahr mit deiner Frau geschwätzt, dass ich vielleicht mal mit ihr eine Probefahrt mache. Vielleicht klappt es ja nächsten Frühling. Ohne Dach. Dach auf und dann... Dach auf und dann... Und seine Frau ist blond übrigens. Der hat, also hat blonde Haare, die sieht richtig, die ist auch echt nett, die ist jetzt ja da, aber die Frau ist nett und die hat das blaue Auto. Wenn er den blauen Mercedes immer sieht, das fährt eine Frau, im Alfred seine Frau. So, ich mache jetzt Schluss, will nicht zu viel rumlabern. Im Alfred seine Frau ist nicht blond, das ist Quatsch, was ich erzählt habe, sie ist brünett, nur mal so nebenbei. Aber im Alfred, der hatte noch was, der hat den 125er Burgman-Roller. Alfred, was ist los mit der Scheibe da? 125. Ja, habe ich doch gesagt. Die Scheibe, weil er nicht passt nicht. Passt nicht. Und dahinter hat er auch noch Probleme. Ja, kommt eine neue Kupplung rein. Und da hast du den Roller erst bei mir gekauft. Ja. Der ging doch einmal frei. Kaputt gekauft. Hör auf. Wie jetzt? Ich verkaufe dir doch keinen kaputten Roller. Der hat schon geruppelt beim Anfahren, wo in Gola bei dir. Du sollst ja nicht anfahren, du sollst fahren. Ja. Nee, alles gut, aber wir haben festgestellt, da muss was gemacht werden. Und das läuft jetzt. Das ist am Laufen, ja. Okay. Wir warten erst 3 oder 4 Wochen auf die Teile. Ach so. Kommen wir. Wie war Problem? Kommen wir von China über Italien. Ach du Scheiße. Pech gehabt. Ja. Ja, gut, ist ja Winter. Eben. Und jetzt ist Schluss, ich fahre jetzt auch an. Das wird schon. Ja, tschö. So, jetzt habe ich hier die schöne KNN-Filter heute Morgen gekriegt. Die kommen jetzt hier drauf. Auf den Apparat. Ah, so. So, das werden die mal festgemacht. Das sieht ja schon mal gut aus. Das Schockzug habe ich heute Morgen eingehängt. Der ist nur hier oben drin porös. Der ist jetzt kaputt. Kann ich auch eine neue bestellen. So, die Bremse funktioniert jetzt. Da habe ich stundenlang rumgemacht. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Manchmal hast du das Gefühl, dass du doof bist. Der Dirk macht jetzt hier noch einen Halter. Hier, damit das Ding da oben dran kommt. Der orange Deckel, Dirk, der kommt richtig schön von den Bremsen. Von dem Dings. Der sticht ab, ja. Der sticht ab. Ja. Okay. Dirk macht das jetzt. Alles klar. Die Luftfüller sind drauf. Und irgendwann lasse ich mal Motoröl da rein. Vielleicht auch heute noch. Und dann muss ich, ob das Ding anspringt. Nee, kann er nicht anspringen. Ich habe die Zündung noch gar nicht angeschlossen. Ach, also okay. Das muss der Tristan machen. Ich mache es jetzt nicht. Da brauche ich zu lange dafür. Der Tristan ist viel schneller. Okay, das steht jetzt. Einfach einen Spiegel da dran mache, das funktioniert auch nicht. Weil das ist wieder alles ganz anders. Das müssen wir Gewinde reinschneiden und einen Helikol-Einsatz reinmachen. Das Paar, damit der wunderbare Spiegel da dran kommt. Geht's in irgendwelche heiligen Hallen? Dann machen wir mal gucken, hier steht was, Leute. Hier haben wir was Schönes stehen. Das ist die Honda 750 KZ vom Karl. Und
Wenn der Karl jetzt kommt, müssen wir mal gucken. Die haben wir mal. Da ist er. Karl, wann haben wir die Honda zusammengebaut? Vor 5 Jahren vielleicht. 5 Jahren. Und der Karl ist fast nichts mitgefahren. Jetzt will ich hier mal so ins Bild nehmen. Das nennt sich Brettstyle, ne? Keine Ahnung, wie sieht das schon aus? Ja, was weiß ich, wie das sitzt mal. Der Karl war damals, hat gesagt, hier, so ist Sitzbank, muss da drauf. Die haben wir jetzt da drauf, sieht gut aus. Ja, warte, ich will sie erstmal hier so durchgehen. Da die Bremse, das ist alles frisch lackiert, gemacht, getan. Der Motor ist auch überholt. Also das ist alles picopacko. Fußraster nachher hat das so gemacht. Auch zwei Sitzer, wie man sehen, da hinten sind auch noch welche dran. Warte mal, hier oben mal gucken. Das ist der Tacho. Was ist er gefahren? 2800 Kilometer. Ist ja gar nichts. Tomaselli Stummellenker drauf. Diese Lampe. Ja, ist hier ein bisschen eng beim. Die Auspuffrohren sind umwickelt. Und wo er ganz stolz drauf war, Nico Bagger. Das ist die, wir haben sie damals genannt, die Nico Bagger Honda. Ja, und das ist eine KZ, eine 57, wie ich schon gesagt habe. Gut. Ja, Luftfilter drauf. Da hinten hat er die Abdeckung drauf. Das ist natürlich auch wieder spezial. Karl hat schon immer spezial gemacht. Der Heck hat der Dick damals schon gemacht, gell? Ja. Der Dick hat hier den Bügel gemacht. Gut, das Rücklicht ist drauf. Ist auch nicht schlecht. So. Alles klar. Sie steht. Der Karl fährt nicht. Der hat so viele Motorräder, dass er gar nicht alle bewegen kann. Richtig. Du willst sie verkaufen? Jawohl. Und der Tank, der ist so schön lackiert in diesem Weiß. Also das Motorrad ist schon ein Traum. Ja. Reife ja. Sind auch noch gut. Ja, hinten, der ist noch einwandfrei. Vorne will ich auch noch mal hinzeigen. Nee, das sieht alles gut aus. Schutz. Man könnte vielleicht noch so im Nachhinein Schutzblech drauf machen vorne. Ketteschutz. Und es fehlen noch ein paar Blinker. Die könnten wir auch noch drauf machen. Und der Karl hat gemeint, das wirklich alles gut gemacht, ne? Dass ich hier so einen Preis nehme von 4.000 Euro. Kommen allerdings noch ein paar Kosten dann drauf. Wie kann man sich selber auch so die Blinker, wo da drauf kommen. Vielleicht hier bei dem Modell schickt sie, wenn man sie in den Lenker reinmacht, die Ochsenaugen. Gibt es auch verschiedene. Ja, also normalerweise. Die Motorräder wie hier in dem Zustand, die werden normalerweise gehandelt so um die 7.000 bis 10.000 Euro. Weil da steckt viel Arbeit drin. Gut, das setzt du damit hier bei mir im Kanal in YouTube. Karl, dann solltest du bei mir anrufen, wenn sie Interesse haben, oder? Jo. Gut, dann machen wir das dann so. Der ist am Weinen, hört er, das seht ihr ja. Da kann er gar nicht mehr hingucken. Alles klar. Honda KZ 750 Baujahr. Ich weiß nicht mehr genau. Ne, 76 kann er zahlen. Also ich sag mal zwischen 78 und 80. Ja, ist ja wurscht egal. Demnächst steht sie bei mir. Aber wenn ihr schneller seid, bei mir melden. Alles klar. So, genug mit dem Geschwätz. Und hier die Deckel, die hat er nämlich damals alle schön mit Hand poliert. Das weiß ich noch. Was hat der geschwitzt? Die Hände waren blutig. Das ist schon alles gut. Alles klar. Und Schluss. Axel mit schwerem Gerät. So, ich mache jetzt hier meine Pin. Bandit. Kilometer drauf. So. Wir machen jetzt hier Folgendes. Der Rahmen ist schwarz glänzend. Der wird ausgebessert, wie hier so diese Teile. Da ist ja so ein Blaueffekt drin in dem Rahmen. Das kriegen wir natürlich nicht hin. Ne? Nee, das ist ja. Sogar nicht gewollt. Ja. Ja, das, die haben, das ja, egal. Ist das nicht so ja. Vorne die Verkleidung kommt runter, Lampe ist dabei, Lampehalter sind auch da. Die Armaturen kommen auch weg. Da haben wir, tue ich dann nochmal filmen, den Tacho. Die Blinker im Lenker kommen auch weg, sind extra Blinker dabei. Die untere Gabelbrücke wird lackiert, genau wie dahin im Rahmen. Das muss alles schön beilackiert werden. Die Staubmanschette,
drehen wir das, wo es nicht so schön aussieht, nach hinten, ob man es nicht so sieht. Schwarze Matt lackieren, Schutzblech bleibt, Gabel, Rohre, schwarz matt, Räder, schwarz matt, Bremsbeläge kommen andere rein, weil die stauben so viel, die sind scheiße, das sind irgendwie blöd. Haben wir noch was? Wenn man einen Stift zufällig da haben, dann soll er mir die Schwinge schön putzen. Weil der Axel macht das nicht so gern, habe ich schon rausgehört. Der Dirk soll hier den Auspuffhalter, der wird schön gemacht. All diese Kunst soll der Dirk schon noch machen. Habe ich noch was? Gut, dann eintragen müssen wir quasi. Nix, ne, oder? Eigentlich nicht. Ne, nur TÜV. Genau, TÜV neu. Achso, Reife hinten auch neue, weil da ist ein Nagel drin. Ein großer. Am Motor nichts machen, der ist top. Ja. Gut. Hab ich was vergessen? Ne. Alles gut. Ich nehme hier diese Griffgummis, weil die sind besser als wie er mitgebracht hat. Das ist die Lampe, die LED kommt da rein. Das sind die Blinker, wovon die Lampehalter kommen. Die sind von Highsider. Und das ist unser Tacho. Eventuell die Platte dran nehmen oder wir nehmen die andere, die wird halt schwarz lackiert. Alles Pillepalle, das ist eine neue Reife. Die Pilot Power, okay. Das war's. Das war's. Da hast du das Heck nicht mal ohne, was hat der da? Du schraubst doch jetzt schon viele Stunden herum. Ich glaube, das ist ja alles schön lackiert, ne? Ja. Ich glaube, der hatte Angst, das wird ihm geklaut. So viele Schrauben. Da der Lackbecher, da liegt schon einiges drin. Ja, Wahnsinn. Ja gut, dann schraub halt noch ein bisschen. Ja, ne? Du hast aber abgestempelt, oder? Wir das bezahlen. Muss ich das bezahlen? Das müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir mal gucken. Okay. Wir machen irgendwas fertig. Mann, Mann. Also echt, da hat richtig viele Schrauben drin. Ja. Kann man so rein? Interessant. Na gut, egal. Jo. Ich will dich nicht stören. Mach weiter. Jo, viel Spaß. Danke. Jo. Sind jetzt endlich auseinander. Jo. Wilde Konstruktion hier hinten, ne? Auf jeden Fall auch stabil, ne? Mhm. Den Tank hast du runtergemacht, weil die Kabel jetzt hier irgendwie rein müssen, ne? Ja, mal schauen, wie viel ich reinkriege und was ich noch kürze. Mhm. Aber das kommt da rein, ja. Ja, gut. Okay. Jo. Und holst du endlich dein Motorrad? Ja, nach 5 Wochen. Ja. Vergesst die Kiste nicht. Das ist jetzt der Rest, wo da noch drin ist. Okay. Ja, das will ich alles aufbewahren. Dann nehmen wir dein Motorrad auch nochmal auf. Die hast du jetzt im Transporter. Wo kommst du her? Bad Spadau. Da, wo die Marmelade herkommt. Marmelade kommt da her. Dann kommt die Marmelade her, kriegst du Lübeck. Das sind ja ein paar hundert Kilometer, wo du hier zu fahren hast. 500, fast genau 500 Kilometer. 500 Kilometer. 500. Also da, du fährst heute 1000 Kilometer, heute bist du gekommen und musst aber daheim. Genau. Okay, wir haben die Suzuki schon verladen, mir zeige ich es aber trotzdem nochmal. So, da wollen wir mal die Suzuki nochmal schnell filmen. Sie steht ja schon in dem riesen Transporter. Gut, ich hatte sie ja schon mal auf YouTube. Die Maschine ist ja wahrscheinlich bekannt. Gut. Dann viel Spaß mit deiner 500 Kilometer, wo du vor dir hast. Ich sage auch vielen Dank. Dann mach's gut. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Okay. Ihr Fans, ich gebe euch ja immer mal so Tipps, ne, über Werkstätten auch, wo gut sind, beziehungsweise Teilehandel. Ja. Ich zeige es jetzt nochmal gleich ganz genau. BMW Bayer. Bei denen du mir immer für diese älteren BMW-Motoren, Motorrädern, das Zeug bestelle. Die sind echt gut. Schnell und Preis ist auch alles in Ordnung. Und vor allen Dingen, wenn man mal was nicht weiß, da kriegt man auch noch Beratung. Wer macht denn das schon? Ne? Also bei mir gibt es ja keine große Beratung. Aber der, ich habe jetzt hier mit dem Schosch geschwätzt, das sind ja glaube ich 2-3 Mann, der nimmt sich wirklich die Zeit für euch, wenn er was nicht kapiert oder wenn er was baut, dass er halt gute Tipps gibt. Ich gebe euch jetzt noch mal die Adresse von dem. Ich halte jetzt hier gerade mal so rein. Man sieht, ich muss mal die Brille runterziehen. So. Moment, ich lese mal anders. So, jetzt habe ich es. Da hat er einen Online-Shop auch und auch Telefonnummer. Da kann man ja anrufen.
kann nur eins sagen, die sind echt gut. Hier haben sie ein bisschen die Motorräder aufgeführt, weil sie so alles vertreiben. Wenn es zu schnell geht, können die anhalten. Also wie gesagt, BMW Bayer ist meiner Meinung nach die Macht. Mit denen arbeite ich jetzt schon jahrelang zusammen. Das läuft echt super. Nur so als Tipp. Bescheid. Hier Boldomotor, wo ihr da in dem Film seht, das ist der. Der Alfred hat ihn jetzt gestrahlt. Das sieht jetzt so aus. Ich komme jetzt die Woche doch nicht dazu. Ich mache jetzt auf jeden Fall nächste Woche da den Zylinderkopf runter und den Zylinder. Und da will ich immer reingucken. Da war nämlich nicht ganz dicht. Und dann tun wir dann irgendwann mal das Motorgehäuse ohne schon mal lackieren. Und dann habe ich so einen Motorrahmen, habe ich hier auch. Und dann brauche ich dann irgendwann wieder mal Motorrad zusammen. Gut. Dann ist das so. So, ich habe euch ja schon erzählt von der 52er. Da hat sie schon ein paar Mal drin. Jetzt haben wir die lackierte Teile. Das Schutzblech habe ich jetzt nochmal so grob drauf gemacht. So wird das jetzt. Das ist der Tank. Der ist jetzt auch in dem Silber lackiert. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass die, wo mal blau war. Nur mal so grob. Wir haben hier auch noch einen weiten Weg. Aber so soll sie werden. Gut. Ja, ist doch schön, das Silber. Aber ich gehe mal näher dran. Ja, das wird doch so richtig schön Mobett. Das Schutzblech runter, das haben wir gekürzt und auch, wie gesagt, Silber lackiert. Der Tank, der Kunde wollte in der Farbe. Ich habe es dann nicht richtig zusammengebaut, habt ihr ja gerade gesehen. Ich habe das immer so ganz grob zusammengesteckt. Also das ist jetzt so das nächste Projekt, wo dann halt auch fertig ist. Und dann gibt es auch nochmal einen Komplettfilm. Alles klar. Das ist so richtig schön, Robert. Der Motor gefällt mir, ne? Das ist ja 250er. Echt cool. Gut, bevor ich mich jetzt hier weiter verlieb, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, dass die jetzt dieses Jahr noch richtig fertig wird, weil das Jahr neigt sich ja auch langsam dem Ende. Aber ich denke, dass ich die noch hinkriege. Und wenn das Wetter einigermaßen ist, gibt es dann noch richtig einen Musikfilm. Ja, das klappt schon. Gut. Und Schluss. Ja, das Jahr neigt sich langsam zum Ende. Ich muss echt sagen, hier ist so langsam, dass die Luft raus ist. Wir haben wirklich geschafft, wie die Verrückte, was wir dieses Jahr alles schon zusammengebaut haben. Jetzt am Jahresende, ich habe so einen Jahreszusammenrückblickschnitt. Also die ganzen Projekte, wo wir da 2021 gemacht haben. Ich hoffe, dass ich nicht so viele vergessen habe. Die gibt es dann noch in der Kurzfassung. Ich hab da schon angefangen, aber ich denke mal, das gibt wieder so einen Jahresrückblick mit Probefahrt, mit richtig Musik, damit ihr richtig wahnsinnig werdet bei dem Scheißwetter. Ihr könnt ja höchstens in der Garage die Dinger anschmeißen. Fährt ja aktuell keiner bei den Wetterverhältnissen. Da mache ich euch nochmal richtig verrückt, damit wir richtig motiviert sind für 2022. Und ich hoffe wirklich, dass wir wenigstens nächsten Frühling, Sommer hier ein Treffen machen. Wenn es geht, nur Kaffeeräse und dann machen wir einfach hier, ich weiß es ja nicht, ihr seht ja selber, wie das ist, man steckt ja gar nicht mehr drin, man kann sich ja gar nicht mehr frei entfalten. Dass wir einfach so eine Ausfahrt machen, die muss ja nicht lang sein, das habe ich ja schon mal gemacht, ich glaube, das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Wir fahren ein wenig Motorrad, wir tun hier ein bisschen organisieren, dass es Grillwürste gibt. Der Pizzabäcker unten, der hat ja auch auf, da kann man ja auch Pizza essen. Und dann trinke ich mal ein bisschen Kaffee und Bluna und mal sehen. Aber das sind so Zukunftsgedanken für nächstes Jahr. Mal sehen, wie es wird. Ich freue mich schon auf das Ding. Das wird eine der letzten werden, schätze ich. Und na, mal sehen, wie es weitergeht. Mir fällt gerade noch was ein. Ducati-Schlüssel hat hier bei uns im Dorf und auf der Straße gelegen.
Wahrscheinlich ist es einer hier aus dem Dorf, der den irgendwie verloren hat. Ich habe den. Ich habe schon gehört, das soll einer sein, der hat ein Monster. Den kann er bei mir auslösen. Ja? Pfund Kaffee? Ne, 2 Pfund Kaffee oder ein Kasten alkoholfreien Bier. Dugatti-Schlüssel. Falls du mit dem mal fahren willst, ich habe ihn. Ja, ich muss jetzt wieder mal einen Schlusspunkt finden, weil der Film geht nämlich jetzt, glaube ich, schon 30 Minuten. Ölhülle kaputt bei dem Rohrrad, ist noch nicht da, sonst wären wir schon mit drum gerockt. Der Klaus, der wartet drauf, der ist schon ganz gespannt. Weiß nicht genau, hast du nämlich jetzt schon geputzt oder erst nächste Woche? Weiß ich nicht, hab's vergessen. Wenn der Ölkühler da ist, ist das Ding zusammen. Aber egal, kann sich auf mich verlassen. Er steht auch hier bei mir in der Werkstatt, das Gespann. Steht nicht raus bei dem Scheißwetter. Ich habe es hier den ganzen Tag bei mir stehen, guckt den ganzen Tag drauf. Ja, wie auch immer, was soll ich jetzt groß rummachen? Ihr habt es ja gesehen. Ich habe euch jetzt wieder mal mitgenommen, was wir die Woche so ein bisschen getrieben haben. Es ist aktuell ein bisschen alles ein wenig gediegener. Es gibt nicht so viel Neues, weil wir haben halt noch viel zu arbeiten. Gut, damit beende ich es. Wenn ihr Lust habt, kann ich, na ich weiß es auch nicht, ich will mal nicht so dumme Sprichglocke. Nächste Woche geht es dann einfach weiter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bin wie üblich jetzt wieder mal um die Uhrzeit alleine. Schönes Wochenende, seid lieb zu euren Mädchen und putzt die Motorräder. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche. Macht's gut.